Herzlich willkommen bei einer neuen Runde Oberzockt Transporter Fieber. Erstmalig auf diesem Kanal. Transport Fieber ist aktuell bei Steam bis zum 16.12. im Angebot. Und deswegen habe ich mir gedacht, alles da, schlägst du zu. Guck mal, hier haben wir Getreide, Brot, könnten das nach hier liefern. Wir bräuchten dazu, pass auf, das machen wir auch erstmal gleich. Fünf Gebäude, da hätten wir nur zwei Gebäude. Da hätten wir aber relativ viel sogar mit drin. Könnten wir es eventuell sogar hier reinsetzen. Drei Gebäude würden entfernt werden. Machen wir trotzdem. Setzt man die Linie da rein. Hier haben wir auch eine ganze Ecke. Sollten aber hier mit zwei Gebäuden reinbekommen. Machen wir auch dort. Dann haben wir hier. Hier holen wir unser Getreide her. Hier das Brot. Und beim Brot nehmen wir na, verdammt. Wir bräuchten Cargo, ne? Wir brauchen es ja für Cargo. Der erste Fail des Tages. Fängt ja schon gut an. Cargo, Cargo. Ratzaboom. Sind aber noch auf Cargo eingestellt, oder? Cargo, ja. Und das andere Gerät haben wir da reingesetzt. Jetzt brauchen wir hier noch Cargo. Na komm schon. So haben wir es jetzt aber. Brauchen wir noch eine Verbindungsstraße. Kollision. Und das hier runter. Oh, geradeaus. Ja, einfach so quer runter hier ran. Zack. Ein Depot könnten wir auch noch ganz gut gebrauchen. Straßenfahrzeugdepot, genau. Setzen wir daran. Dann brauchen wir die ersten Linien. Eine neue Linie. Von da nach da.
2 von da nach da. Und Linie 3. Von da nach da. Haben wir. Linie 1. Linie 2, Linie 3. Was ist das hier? Ladewind vorhanden. Ja. Passt mir eigentlich schon relativ gut. So, Linie 1 ist Getreide Brot. Linie 2 ist Brot. Großkampenberg. Großkampenberg. Und 3 ist Brot Wildeck. Straßenfahrzeugdepot. So, Straßenfahrzeuge kaufen. Pferdekutsche für Passagiere. Passagiere, Fuhrwerk, Pferdefuhrwerk. Was ist der Unterschied? Gibt keinen. Konfiguration automatisch. So, Farbe gelb. Gelb für den hier. Und du nimmst mit alles, was wir brauchen. 5 auf Getreidebrot. Auf Getreidebrot. Dann brauchen wir zum Kackgrün. Ist das das? Ja, kommt hin. 3-mal auf Brot Großkampenberg und so ein Hellgrün. 3-mal auf Brot Wildeck. Und dann gehen wir mal Gas hier drauf. Auf die Hütte. Unsere ersten 3 Linien laufen. Die ersten Pferdefuhrwerke kommen hier rausgejuckelt. Und nehmen irgendwas mit. Speichern. Immer wichtig. Speichern ist der Grundstein zu einem erfolgreichen Let's Play. Ja, passt. Wir haben noch 758.000. Fahrzeugliste, Liste Haltestellen, Liste Boot, Liste der Linie. Kann man das ein bisschen kleiner machen? Sortiert nach Ertrag. Boah, die Frequenz ist ja mal mordsmäßig schlecht. Das heißt Rad 4. Rate 15. Getreide rot. Das hellgrüne. 10 Minuten, das passt. Ups.
Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden? Warum das denn nicht? Warum kann die nicht gefunden werden? Ist doch alles drin hier. Okay. Automatisch, dann halt dunkelgrün. Das kann gefunden werden. Okay, nochmal hellgrün. Aber ich habe die falschen gekauft, ne? Ja, ich habe die falsche gekauft. 543. Hellgrün. Dunkelgrün. 10 Fahrzeuge, Frequenz. 3 Minuten. Obergrenze 100. Du hast hier schon eine 80er Produktion, okay. Das heißt, wir haben Betriebskosten. Was? Die Straße hat so viel gekostet? Ach du Scheiße. Eine ganze Ecke. Produktion 100, Obergrenze 100. Details. Potenzial, Produkte 91. Naja, gut. Wie gesagt, hier staut es sich jetzt gerade ein bisschen. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen einfahren. Und dann schauen wir am besten mal, wie sich das hier dann verhält. Hier hinten. Bedarf, Produkte, Werkzeuge oder Maschinen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn.
Straßenfahrzeuge kaufen, automatisch ja. Gelb. Das gefällt mir besser. Haut da nochmal ordentlich was drauf. Ihr müsst aber auch gucken. Ganz große Menge an Leuten rum. Die brauchen nur 61 Brot. Ich glaube, da haben wir schon zu viel gemacht. So, und ihr fahrt jetzt hier mit... Was sind das? Schweine? Vieh! Gerade irgendwas Komisches gehört. Oh, der Bauernhof hat schon erweitert auf 200. Und der produziert gerade nur 64. Sinkt leicht. Ungefährer Jahresdurchsatz pro Station. Okay. Transportiert gerade 80 Vieh. 40 Vieh, 40 Vieh. Und da kommt die erste auch schon wieder zurück. Die brauchen natürlich eine ganze Zeit, bis sie da hochkommen. Fast 3 Jahre. Verlust, 30.000 Zinsen. Man kann sich sagen, ich würde ungern einen Kredit aufnehmen. Bei Kredite 30.000, das sind die Betriebskosten von der ganzen Linie. So, erstmal Prost. Null. So, da kommt das erste Fuhrwerk. Mit Brot. Nein, nicht mit Brot. Mit Vieh, was hier zu Brot verarbeitet wird. Okay. Ist so ein Schweinebrot oder was? Gut, haben wir das erste Schweinebrot. Und der Opa geht gleich wieder pleite. Aber Hauptsache wir haben Schweinebrot. Die erste Produktion ist da. 4 Brote für Wild. Warum für Wildig? Und für Großkampenberg. 6.000 bringt ihr uns ein. Immer noch ein Verlustgeschäft. Aktuell. ...48 ist die Produktion. 48, okay. Wie soll mir 4 anliefern?
4 ist gut dabei. So, wie sieht das jetzt hier aus in Wildeck? Wildeck hat noch nichts. Und hier in Großkampenberg hat auch noch nichts. Wenn wir jetzt nächste Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Opa zockt Transport Fieber. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.